Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu die Sims 4 mit mir, Sachs Let's Player. Jo, es geht weiter. Der Clicky, der baut gerade ein Möblion. Die Genie, die waren gerade draußen. Und hat hier alles, naja. Eigentlich sollte sie bewässern, deswegen geht's jetzt auch noch mal raus. Ich bin gerade hier dabei, an einen Turnier teilzunehmen, weil ich 3 Turniere gewinnen muss. Ich habe in letzter Zeit keine Post bekommen, okay. Danach kann sie dementsprechend auch mal alles ernten. So, was baut denn jetzt hier überhaupt der Glücki? Er braucht Schlaf, jetzt schon wieder? Ja, das soll, wenn es geht, erstmal hier den Tisch fertig bauen, bevor es dann überhaupt im Allgemeinen weitergeht. Und die Genie, die macht jetzt hier draußen, also sie erntet. Ah ne, sie bewässert noch, okay. Gut, das Bewässern kann sie jetzt erstmal einstellen. Und kann ja schon erstmal anfangen mit Ernten. Das haben wir dann nämlich bei uns erstmal alles im Kühlschrank neu. Und vielleicht brauchen wir es irgendwann mal. Vielleicht auch nicht, man weiß es ja nicht. Kreative Differenzen, endlich. Tino hat seine ganze Idee für ein Spiel. Ach so, Das Ursprungskonzept fertig halten. Geschafft! Tino präsentiert das Spiel ohne Änderung im Vorstand. Alle lieben es. Yay! Fertig. Was steht denn so genau wohin damit? Was ist das? Gänseblümchen. Braucht ja auch keiner. Ja, Spaß, dann spiel halt ein Spiel mit Sims Forever. Ach, da macht ja schon wieder faules Nickerchen. Hat er wenigstens sein Ding erstmal fertig. Muss ich gerade mal hier noch kurz durchgucken. Ja, sehr schön. Was ist das, erinnert an Umgebung 2? Oh ja. So, sehr schön, dass wir da noch einen Teppich, wo wir ja als E-Sportler schon aktiv sind. Können wir das dann dementsprechend auch noch mitnehmen, sehr schön. Gut, dann kriegen wir nämlich auch immer ganz gut Kohle her, naja, bevor jetzt hier so ein halbes Nickerchen macht, soll er halt mal direkt schlafen. Oh, wenn es mitten am Dach ist, wohl bemerkt. So, Genie hat hier auch wieder ihren Spaß. So, ja, beziehungsweise der Spaß wird gerade gesteigert. Ich oh, klasse, PC kaputt. Ja, vielleicht können wir da mal kurz gucken. Was denn? In welchem Zimmer? Ja.
Ja, diesen leistungsstarken wir haben ja diesen Mittel-PC, ja? 10.000, aua, aua! Das kriegst du aus der Wirbel Zähne der Berufskarriere. Würde ich dafür jetzt noch so kriegen. Na ja, gut, ich muss mal. Wir reparieren den erstmal kurz. Shivu. Danach erstmal Hygiene. Danach gehen wir erstmal baden. Danach sehen wir einfach mal weiter. Bei ihr ist jetzt alles wieder in Ordnung. Ja. Da kann sie nebenbei im Web. Programmieren üben nicht wirklich. Karriere, Job suchen, Job kündigen, Job suchen. Wie lange brauche ich denn jetzt hier eigentlich, um Dings zu machen? Sie könnte Verbrecherin werden. Sie könnte aber auch Malerin, Schriftstellerin, Astronautin oder Geheimagentin. Malerin, Schriftstellerin. Ich denke mal, wir können Jean, denke ich mal, als Schriftsteller losschicken. In der Hoffnung, man braucht irgendwann nicht so die Freunde dazu, hoffe ich jetzt einfach mal. Da kann sie ja jetzt schon mal etwas üben, nicht programmieren, sondern schreiben üben. Denn das braucht sie als Schriftstellerin schon mal. Und der Wiegen. Den platziere ich einfach mal kurz hier hin. Gut, man kriegt trotz alledem nur 288 wieder. Aber egal. Dann besorgen wir uns einfach mal hier einen besseren PC, weil wir es uns einfach leisten können. So. Klicke schläft, Tino ist immer noch auf Arbeit. So, und das scheiß Ding hier. Können wir damit jetzt endlich auch verkaufen, aber vielleicht könnten wir im Zimmer von Klicky hier noch irgendwas mit Neubauen, bauen, aber ich glaube weniger, dass hier irgendwas dafür. Das Berufszweigs der Malerei frei. Ja, das ist aber sonst bloß gitarrenmäßig hier. Ne, da gibt es für Schriftsteller gibt es da gar nichts. Oder wie, oder wo? Interaktivitäten. Was sind das jetzt hier normale Bücher? Ah, doch hier. Bücherregal. Ja, da haben wir ja im Endeffekt auch schon das eigentlich, was wir brauchen, aber ich meine nicht weiter. Ne, gut. Dann können wir wieder in den Live-Modus gehen und er badet noch, weil danach müssen wir halt zack. Spieleturnier mitmachen, ein Profiturnier, ein Anfängerturnier teilnehmen. Kurz hier hin und dann dorthin spielen. Spieleturnier, ah, das hat er jetzt nicht so schnell gerafft. Dafür funktioniert das, denke ich mal, jetzt hier alles weiter ohne Probleme.
So, Klick kriegt auch seinen Schlaf, den er braucht. Immerhin jetzt schon fast wieder 14 Uhr, ne, 15 Uhr. Eieie. Und ich habe bis jetzt noch keine drei Platzierungen hier genommen. So, let's go, Olaf, du musst gewinnen. Du musst gewinnen. Setzchen, genau. Was, Struber? Oh. So, da bin ich ja mal gespannt, ob sich jetzt hier noch was tut. Tino kommt um. Tino will schlafen. Kommt um 17 Uhr zurück. So schlaf wirklich schon so. Kannst du nicht sehen, weil Tino nicht da ist. Und sie übt ja jetzt hier schon mal das Schreiben für die nächste Karriere. 3 Stunden Schreiben üben, das ist so der erste Aspekt, okay. Okay. Ich spule jetzt mal gerade hier mit zweifacher Geschwindigkeit vor, da jetzt eh nichts weiter passiert. Und um 17 Uhr kommt der Tino wieder. Dann tut ich auch nichts. Wo hängt's jetzt bei Jean? Sie ist angeblich müde. Die hat also noch frei, morgen muss ich wieder. Hat's aber immer noch 20 Stunden. Ach, sie hat schon Stufe 1 gehabt. Okay. Ja, sollte sie trotz all dem ein bisschen weiter noch programmieren, üben, Quatsch, programmieren, schreiben, lernen, denn jetzt kommt Tino ja gleich wieder, dann können wir nämlich schon stinkt nochmal wieder in der Interaktion nochmal fortfahren. Und zwar jetzt. Zwei Freiberufliche, die Zimmer muss er noch abschließen. Du bist eben ein Zweiter geworden. Du wirst, wenn du dich mehr übst, gewinnst du auch das nächste Mal. Sehr schön. Spiel spielen. Diese, ja, na, das meine ich jetzt. Da könnten wir. Da ganz mal. Wir können aber live streamen. Und da verdienen wir nämlich ab und zu noch mal immer einen Dollar. So hat die Jean jetzt. Moment, Jean. Die Jean hat jetzt 3 Stunden geübt. Fleißig, wie sie war. Oh, ein Klicky dürfte jetzt aber eigentlich schon alles bedürfen. Aber kurz ihn hier seinen Spaß noch wieder auffüllen und dann auch einmal irgendwie in Alltagskleidung umziehen. Jean geht deswegen erstmal hier noch etwas essen. Was will der jetzt machen? Stimmt, Alltagskleidung. Und neben der Alltagskleidung, also wenn der Klippe hier sitzt, kann ich das ja auch machen. Bin ich mir zwar gerade nicht so sicher, ob Klippe es geht. Okay, passt also. Ich denke mal, er hat wieder, ja, er hat ganz gut Spaß, weil dann musste er einmal hier nochmal Teile plündern und wegwerfen. Und danach reparieren. Ja, die Ginny, die will wieder mit ihnen reden, aber er hat ja gerade noch zu tun.
wie die rumläuft. Was können wir denn hier verbessern? Robustere Armatur. Machen wir doch dann natürlich gleich dann einmal bitte wegwerfen. Klicke hier unser Bauexperte hier. Aber meine Freunde, wir sind sowieso erstmal wieder fertig für den Part. Deswegen danke ich auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, haut rein, tschüss.